Zukunft der jungen Menschen, die bei uns ausgebildet werden wollen und die hier ihre Zukunft suchen. Und wir gehen... dieses Landes und für die Zukunft seiner Menschen. Denn ohne Bildung hat ein Land keine Zukunft. Natürlich gehen wir auch gegen etwas. Wir gehen natürlich gegen das Kaputtsparen unserer Universitäten und anderer Hochschuleinrichtungen. Und wir gehen auch gegen die Untätigkeit, die momentan herrscht in unserer Bundesregierung, die anscheinend nicht fähig zu sein scheint, diese Probleme wirklich zu erkennen. Weil wir sonst keinen Studienplatz mehr haben. Zu diesem Protestmarsch und jetzt zu dieser Uni-Vollversammlung eingeladen haben. Ich glaube, ich darf auch in Ihrem Namen sagen, dass wir überwältigt sind über die große Resonanz, die unser Aufruf gefunden hat. Ja, vielen Dank, Herr Rektor Schmidinger, für die einleitenden Worte und vielen Dank meinerseits auch besonders als Vertreterin der Studierenden. Bedürfnis. Wie das Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf. Niemand würde hier fragen, wozu soll es gut sein? Bildung ist ein Grundbedürfnis, dadurch ist sie von Wert für jeden Menschen. Bildung ist das Fundament einer gerechten Gesellschaft gleicher Menschen. Daher ist die Verwirklichung des Rechts auf Bildung auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse. In einer modernen Wohlstandsgesellschaft, in der Grundbedürfnisse solidarisch, also öffentlich sichergestellt werden, ist auch die Sicherstellung des Zugangs zu Bildung eine öffentliche Aufgabe. Die öffentliche Finanzierung ist eine Frage des politischen Willens. Die aktuelle Zahl an Studierenden könnten wir bei Umsetzung des 2%-Ziels finanzieren. Unsere reiche Gesellschaft könnte sich aber auch mehr leisten, wenn sie wollte. Bildung lässt moderne demokratische Gesellschaften entstehen und übernimmt aber auch die zentrale Funktion zu deren Weiterentwicklung. Sie erfüllt erstens volkswirtschaftliche Funktionen. Bildung ist die Basis für Innovationen und Verbesserungen, die nur durch Wissenschaftsbetrieb erreicht werden können. Bildung ist ein Fundament für wirtschaftliches Wachstum und sie verringert Arbeitslosigkeit. Investitionen in die Bildung lohnen sich. Angesichts des wirtschaftlichen Mehrwerts, der, wie viele Studien belegen und aktuell in aller Munde ist, der durch ein Studium erreicht wird, ist auch der wünschenswerte Zuwachs an Studierenden in Zukunft langfristig finanzierbar. Zweitens erfüllt Bildung gesellschaftliche Funktionen. Bildungsvoraussetzung für einen flexiblen sozialen Auf- oder Abstieg und für sozialen Zusammenhalt. Bildung ermöglicht Teilhabe an der eigenen Kultur. Sie ermöglicht uns auch zu lernen, uns mit vielen Merkmalen zu identifizieren, statt mit möglichst wenigen. Und so Umgang mit der eigenen Andersartigkeit wie Verständnis für die Andersartigkeit eines Gegenübers zu entwickeln. Bildung ermöglicht Ideenpluralismus und Partizipationsqualität. Durch Bildung bekommt das Individuum die Informationen, die es braucht, um rationale Entscheidungen zu treffen und sich der Konsequenzen möglichst bewusst zu sein. Sie ist somit nicht nur relevant für Entscheidungen bei Wahlen in der großen Politik, sondern auch im Alltag. Zum Beispiel bei der Entscheidung, heute hierher zu kommen, um gemeinsam zu diskutieren und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Bildung bedeutet somit eine Steigerung des materiellen wie ideellen Reichtums. Wie können wir dieses Recht auf Bildung verwirklichen, diese Funktionen der Bildungen erfüllen und diesen Reichtum sichern und ausbauen?
Die Antworten liegen grundsätzlich im Umfeld des gesamten Bildungswesens. Unser Fokus liegt heute aber auf den Universitäten und deren Finanzierung. Hier müssen wir uns dessen bewusst werden, wie willkürlich die Grenze gezogen wird zwischen einerseits Bildung, die öffentlich sichergestellt wird, die zum Teil sogar verpflichtend ist, und andererseits Bildung, die voll in die Verantwortung des Individuums gelegt wird. Diese Grenzen sind nicht in Stein gemeißelt. Ist es wirklich utopisch, dass ein Großteil der Bevölkerung Universitäten auch einmal von ihnen gesehen hat? Was ist das Wesen einer Universität, die diese gesellschaftlichen Funktionen erfüllen kann? Was ist das Wesen einer Universität, die dem Recht auf Bildung nachkommt? Diesen Fragen wird sich Kollegin und Vorsitzende der ÖH Makel jetzt widmen. Danke. Selbstredend betrifft die prekäre Situation der Universitäten alle Kurien, von den Sekretariaten bis zu dem bibliothekarischen Protest mit allen anderen Gruppierungen zu tragen. Von der budgetären Krise an den Universitäten sind alle betroffen. Aus ministeriellen Quellen hört man, es bedarf 250 Millionen Euro mehr, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Wenn nun daran gedacht wird, das Budget einzufrieren, dann kann man sich leicht ausrechnen, was das Resultat sein wird. Es wird das Resultat sein, dass man keine geeigneten Studienbedingungen mehr hat, dass alle unter Druck geraten, dass man kein gutes Betreuungsverhältnis mehr hat. Es wird also mit den Universitäten bergab gehen. Während andere europäische Länder in die Bildung investieren, werden bei uns die Universitäten ausgehungert. Und das ist sehr kurzsichtig. Will ich zunächst mit ein paar Daten anfangen, die Österreich betreffen und die Finanzierung unseres Bildungswesens, die zunächst gar nicht so schlecht ausschauen. Sie sehen hier auf dieser ersten Folie einen internationalen Vergleich, und zwar, wie viel gibt jedes Land öffentlich und privat für Bildungseinrichtungen aller Art aus? Also was ist sozusagen das Bildungsbudget in Österreich? Ich muss natürlich dazu sagen, dass die Daten sind nicht mehr die allerjüngsten, es ist 2007, aber immerhin, das ist sozusagen die seriöseste Quelle, die man momentan hat. Das sind sozusagen gute, harte Zahlen. Ja, und da sieht man, dass Österreich gar nicht so schlecht ist. Es liegt natürlich unter dem Durchschnitt, also OECD-weit unter dem Durchschnitt, aber wir können uns wie immer was darauf einbilden, wir sind immerhin besser als Deutschland, wir sind immerhin besser irgendwann, nicht in zwei Monaten, jetzt. Ja? Und es dürfen nicht nur schön Wettergespräche sein, sondern es müssen wirkliche Verhandlungen sein. Und zwar mit der Bundesregierung. Wort ist wichtig mit der Bundesregierung. Es ist nicht so, dass nur die Frau Karl oder nur die Frau Schmidt dafür zuständig ist. Die ganze Regierung ist für unsere Bildungspolitik verantwortlich und die ganze Regierung ist für das Budget verantwortlich. Und daher müssen auch alle her, um mit uns darüber zu reden. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich hoffe auch, dass die ganze Bundesregierung irritiert sein wird vom heutigen Tag. Ja. Und Sie müssen